Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Wochenorakel. Wir haben in der nächsten Woche haben wir den Neumond im Zwilling. Da geht es um die Kommunikation. Ja. Zwilling, Luftzeichen, der Zwilling, das Ding mit den zwei Gesichtern. Ja, alles klar. Uff. Ich wollte eigentlich jetzt noch kurz über den Neumond sprechen und dann kommt sowas hier. Okay, lassen wir das kurz auf der Seite. Zwilling, Kommunikation. Ich habe jetzt gerade voll den Faden verloren. Oh mein Gott. Ihr Lieben, die Kommunikation. Kommunikation kann so wertschätzend sein. Kommunikation kann so abwertend sein. Ja. Kommunikation kann erschaffen, so wie auch zerstören. Mir schwebt gerade im Kopf Worte, Sätze, die man vielleicht angeeignet bekommt durch die Religion, Kultur, die Erziehung im Elternhaus. Ja. Wie viele Kinder gibt es, die anderen Menschen irgendetwas sagen, wo du dir denkst, so, solche Worte aus dem Mund eines Achtjährigen zum Beispiel, ja, da ist dann sofort der erste Gedanke, haben wir da einen frustrierten Elternteil zu Hause oder so, ja? Nicht bös gemeint, ihr Lieben. Ja, und Kommunikation ist auch so ein Thema. Spreche ich meine eigenen Worte? Kann ich freisprechen? Oder muss ich immer mit vorgehaltener Hand reden? Ja, weil sich diese Worte nicht schicken, weil sich diese Worte nicht gehören, weil ich vielleicht mit diesen Worten einen anderen Menschen verletzen könnte, obwohl das die Wahrheit ist. Ich verlaufe mich gerade in der Kommunikation. Natürlich hier mit der Kraft des Neumondes ja auch wieder neue Wege gehen, neue Ideen, neue Pläne, etwas Neues erschaffen. Vielleicht auch auf eine komplett neue Art kommunizieren. Alte Dinge, alte Strategien, alte Konzepte loslassen. Ja, wir haben ja schon wieder die Loslasskarte. Oh Wunder, oh Wunder. Ja. Natürlich, am Freitag ist der Neumond, aber ihr Lieben, ihr wisst ja, die Energie zieht sich. Das Universum kennt keine Zeit, also plus, minus, ich lege das jetzt für die ganze Woche. Oh ja, da steht Kontrolle drin. Kontrolle, Kommunikation. Ja. Durch die Kommunikation kann man natürlich auch manipulieren, sich manipulieren lassen. Ah, wow, das ist so ein Ding. Ja, das ist fast schon wieder zu viel für so eine Wochenlegung, ja, weil hier ist ganz, ganz viel Information drin, ganz viel Hintergrund, nur alleine Thema Kommunikation. Aber wir machen jetzt trotzdem weiter, wir vertiefen das jetzt nicht ins Unermessliche. Hier steht, loslassen, ich kann mein Bedürfnis nach Kontrolle loslassen. Oh, da meldet sich das Halschakra. Wie oft kontrollieren wir unsere Stimme? Wie oft kontrollieren wir unsere Worte? Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, spreche ich denn wirklich aus, was ich denke? Und dann ist auch wieder, das bin ich gerade wütend, ja, die Worte, die ich spreche, werden sie sich zerstörend auswirken? Oder bin ich im Frieden mit mir selbst und spreche liebevolle, wertschätzende Worte aus, ja, aufbauende Worte. Wie auch immer. Wenn du ständig dazu gezwungen bist oder dich selbst zwingst, diese Kommunikation zu kontrollieren, dann macht es was mit dir im negativen Sinne. Ja? Natürlich gehört hier immer die Überprüfung der eigenen Worte. Ist es jetzt wirklich angemessen, dies und das zu sagen? Ja, gerade bei sehr harten Worten. Und ja, doch auch hier muss ich sagen, manchmal muss man auch harte Worte sprechen, ja, um die eigenen Grenzen aufzuzeigen, dass man sagt, hey, stopp, so kannst du nicht mit mir umgehen. Das werde ich nicht tun oder ich werde diesen Weg nicht gehen, ja, oder
komm mir nicht zu nahe. In solchen Situationen bedarf es nun mal harte Worte. Und andererseits wiederum, überprüfe deine Worte, sind sie freundlich genug, um einem anderen Menschen zu helfen, um einen anderen Menschen aufzubauen. Und hier geht es auch nicht nur um die Kommunikation nach außen, sondern natürlich auch die Kommunikation mit dir selbst. Bist du freundlich zu dir selbst? Unterm Deck haben wir noch Bedauern. Ich weiß, dass ich die Vergangenheit nicht ändern kann. Vielleicht kämpfst du auch zwischendurch damit. Vielleicht holen dich gewisse Erinnerungen ein, weil du gewisse Dinge nicht gesagt hast oder weil du gewisse Dinge eben schon gesagt hast, die aber unter Umständen verletzend sein gewesen können, gewesen sein können, so rum. Hier drin ist es gerade wie eine Sauna. Sauna, Sauna, hier ist eine Energie schon wieder. Was haben wir hier? Den Engel der Gelassenheit. Ja. Runterkommen, sich beruhigen, in den Frieden kommen, ins Gleichgewicht. Ja. Gleichgewicht schaffen. Ja. Kannst du anhand der Kommunikation natürlich auch. Oh, da haben wir Erzengel Jophiel. Die Energie, das Licht, der Optimismus. Beides orange. Okay. Ich hole mir jetzt einfach mal den Montag bis Sonntag ab, okay, und spule vor. Jetzt haben wir viel gequatscht über diese Thematik der Woche und die Überschrift. Bis gleich. Ihr Lieben, ich habe hier Macht. Macht im wahrsten Sinne des Wortes. Die Macht der Kommunikation, dieses Thema des Neumondes zieht sich tatsächlich über die gesamte Woche. Das heißt, nächste Woche habt ihr... Seid ihr tatsächlich so in dieser Position des Magiers? Ja? Ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr wählt euren Weg. Vielleicht auch nicht hundertprozentig. Ja? Vielleicht probiert ihr auch mal heute dies, morgen das, übermorgen jenes. Aber letztendlich geht ihr dann in eine gewisse Richtung. Ihr werdet euch vielleicht auch ein bisschen spielen. Ja? Mit der Kommunikation, mit den Worten, die ihr wählt, mit den Taten, die dann folgen. Und gleich an dieser Stelle bitte ich euch für die nächste Woche, wähl deine Worte mit Bedacht. Ist immer wichtig, aber wer weiß, vielleicht die nächste Woche noch mehr als sonst. Wir beginnen den Montag mit einem Tod. Fantastisch. Es fühlt sich an wie ein Befreiungsschlag. Haben wir doch schon gehabt, ne? Oder? Ihr Lieben, es ist ein allgemeines Orakel, okay? Es kann und wird nicht mit jedem in Resonanz gehen. Du ziehst dir am besten die Botschaften raus, die unterstützend auf dich wirken, okay? Der Tod, der Phönix, der aus der Asche aufsteigt ins Licht. Das heißt, mit dem Tod lässt du hier etwas Altes los. Vielleicht sind es alte Fesseln, vielleicht sind es alte Halsbänder. Vielleicht sind es Dinge, die dich gehindert haben, frei zu sprechen. Vielleicht sind es Dinge, die dich gehindert haben, deine Meinung zu äußern und deine Wahrheit zu sprechen. Ich habe hier sehr viel
am Montag sehr viel Revolution und Rebellion wieder, ja? Die Rebellion deines Innersten gegen irgendwas im Außen, wo du einfach an einem Punkt bist, wo du sagst so, das geht so nicht. Okay? So, ich sprenge diese Kontrolle von außen, spreche meine Wahrheit, teile es der Welt mit. Aber natürlich auch hier gilt, wähle deine Worte mit Bedacht. Ja, das ist, Worte sind so, oh, das ist so eine große Kraft. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Du kannst mit Worten erschaffen und du kannst mit Worten zerstören. Deshalb versuch, die Worte aus deiner Mitte rauszusprechen und nicht im Affekt in irgendeiner Situation, ja, schnell mal bam, 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 raushauen wie so ein Maschinengewehr. Es ist auch kein Weltuntergang, wenn es dennoch passiert. Ja, irgendwo hat alles seinen Grund, aber wenn man mit Absicht einen anderen Menschen mit Worten verletzt, das ist dann... ist nicht cool, auch wenn es jeder von uns schon getan hat. Mindestens 150 Mal. Okay. Ihr seht, am Dienstag sind unheimlich viele Karten gefallen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Okay, passt. Ich habe jetzt schon an meiner Mathematik gezweifelt. Was haben wir am Dienstag? Genau, am Dienstag ist hier ein bisschen so die Gefahr. Am Dienstag ist so ein ist sicherlich bei jedem dann was anderes. Aber ich habe hier schon am Dienstag die Warnung drin. Sei vorsichtig in deiner Kommunikation. Hier könnte es tatsächlich sein, dass du andere Menschen angreifst, beziehungsweise dass du eventuell auch angegriffen wirst von anderen Menschen. Verbal, ja. Ich spreche hier von scharfen Worten, von schneidenden Kommentaren. Ja, Dinge, die verletzend wirken, ja, auch wenn sie vielleicht gar nicht so gemeint sind, aber in erster Linie, je nachdem, wie schwach das System des Empfängers gerade ist, schwach, sagen wir sensibel, je nachdem richtet es natürlich auch mehr oder weniger Schaden an. Okay, hier geht es darum, sich zusammenzuhalten. Ja, du möchtest ein Ziel erreichen, okay, aber finde trotzdem das Gleichgewicht zwischen Herz und Verstand und geh lieber vorher in die Empathie. Der gleiche Rat gilt natürlich auch für die Person, die dich eventuell verbal angreifen möchte, aber diese Person schaut mir wahrscheinlich gerade nicht zu und kann somit auch den energetischen Rat, die energetische Botschaft nicht aufnehmen. Ich habe hier den Wert drin. Ich habe hier den Wert und den Ausgleich. Ja? Natürlich kannst du anhand deiner Aktionen und deiner Kommunikation und deinem Handeln kannst du Menschen komplett aus ihrem Selbstwert rausbringen. Und auch du pass bitte auf dich auf am Dienstag, ja, weil wenn irgendwer kommt und dir eine auf die Nuss gibt, verbal, dann sammel dich, ja. Ich meine, vielleicht ist es eine Herausforderung, ja, Kommunikation, nicht jeder ist der geborene Meister, ich auch nicht, von dem her, ja, guck, was es mit dir macht, schau einfach, was es mit dir macht, spür dich rein und guck, wo es bei dir vielleicht noch irgendwo fehlt, dass du sagst, okay, da darf ich mich tatsächlich noch ein bisschen stärken und ich habe es nicht nötig, mich von irgendwem runtermachen zu lassen. Ja? Wie viele Menschen laufen da draußen rum, die meinen, sie müssen jeden irgendwie maßregeln oder so, wo ich mir denke, hey, hallo, sprich mit mir normal, aber ich bin 37 Jahre alt, ich bin eine erwachsene Frau, ich brauche mir nicht von dir sagen lassen, wie ich was zu tun oder zu lassen habe. Okay? Also der Ton macht die Musik. Bedenke das am Dienstag, ja? Und hab keine Angst, also egal, was hier auf dich zukommen könnte. Herausforderung, hallo?
Ja, Mittwoch. Mittwoch wird es Zeit für liebevolle Worte, für liebevolle Gesten, die du gibst, die du geben kannst. Vielleicht begegnet dir am Mittwoch ein Mensch, dem es vielleicht nicht so gut geht und dem du vielleicht mithilfe deiner Präsenz, mithilfe deiner Kommunikation aufbauen kannst, ja, unterstützen kannst. Da kommt gerade eine große Traurigkeit auf. Ja, vielleicht handelt es sich hier tatsächlich um ein Trauerthema. Es ist eine gewisse Schwere am Mittwoch. Am Mittwoch heißt es liebevoll sein. Sorry, ich hatte gerade ein paar Bilder im Kopf. Es kann natürlich sein, wenn du hier am Dienstag einen auf den Deckel bekommst, dass du irgendwo vielleicht auch in Selbstzweifel verfällst und in eine Art Selbstverurteilung und anfängst, dich selbst zu kritisieren. Lass es gleich sein, okay? Absolut unnötig. Ich meine, wenn du siehst, okay, du hast einen Fehler gemacht, ja, sei es jetzt beruflich, in der Partnerschaft oder in sonstigen Bereichen, dass du einfach guckst, okay, wie kann ich es besser machen? Ja? Aber verurteile dich bitte nicht deswegen selbst. Also am Mittwoch kannst du hier wieder einen Ausgleich schaffen, einen liebevollen Ausgleich, einen freundlichen Ausgleich. Vielleicht auch in der Partnerschaft einen romantischen Ausgleich, okay? Um hier wieder Frieden reinzubringen, um hier wieder Harmonie reinzubringen. Und ich rede hier tatsächlich nicht von irgendwas Zwanghaften, so, hey, wir haben jetzt gestritten und komm, ich bring dir Blumen mit, dann können wir uns wieder vertragen oder so. Nein, nein, sondern wirklich im Sinne von Selbstreflexion, im Sinne von Innenschau und dementsprechend dann auch gucken, was ist da Sache, ja, im Inneren. Also hier kann es sein, dass entweder liebevolle Worte am Mittwoch notwendig sind, um einen anderen Menschen wieder aufzubauen oder vielleicht auch bei dir selbst, okay? Ja. Am Donnerstag ist so ein friedlicher Tag. Donnerstag ist so diese Anbindung nach oben und nach unten, die Anbindung zu dir selbst. Ich kann eigentlich zum Donnerstag nicht viel sagen, weil da flutscht es einfach, ja? Da ist einfach alles so im Frieden und vielleicht erinnerst du dich dann zurück an den Dienstag und denkst dir so, boah, was war denn das? Okay? Aber bis zum Donnerstag hast du es geschafft, wieder alles in die Ja, die Wogen zu glätten, okay? Vielleicht bist du ja am Donnerstag auch sehr stark in Kommunikation mit der geistigen Welt. Freitag, ja, am Tag des Neumondes. Hier könnten Konflikte auf dich warten. Konflikte. Ich habe Angriffe von außen jetzt im Kopf, aber das dramatisier das bitte nicht, ja. Das sind Dinge vielleicht, wo du das Gefühl hast, du musst dich verteidigen. Du musst in Kampfstellung gehen, ja. Und das seht ihr nach so einem friedlichen Tag, ja, nach dem Donnerstag, dann hier irgendwie so eine Art Kampfbereitschaft. Vielleicht ist es aber auch so, dass andere Leute dich irgendwo in irgendeiner Art und Weise anzweifeln, dass du dann sagst, so, nee, Leute, das ist meine Meinung. Und ja, vielleicht hast du das Gefühl, dich rechtfertigen zu müssen. Vielleicht hast du das Gefühl, dich verteidigen zu müssen.
Vielleicht hast du nicht nur das Gefühl, vielleicht ist es auch tatsächlich so. Spür dich bitte rein, sollte dies der Fall ist, sein am Freitag, dann tu es. Ja? Dann verteidige dich. Es gibt nun mal immer und immer wieder gewisse Angriffe von außen. Ja, genauso natürlich, wie wir uns selbst immer wieder angreifen in unseren Ängsten und Zweifeln. Und wenn der innere Richter wieder seinen großen Zeigefinger erhebt. Achte hier dennoch auf die Kommunikation und achte bitte am Freitag auch auf Menschen, die dir ein falsches Gesicht zeigen. Vielleicht Menschen, die dir ins Gesicht lächeln und dann hintenrum die Augen verdrehen oder dir schlimmer sogar noch hintenrum ein Messer in den Rücken jagen. Ja, gibt es? Gibt es? Ich sitze schon wieder hier und denke mir so, wow, da sind so viele Warnungen schon mal mit drin. Ich will das nicht dramatisieren. Versteht es bitte nicht falsch, die Botschaften, okay? Das sind die Tendenzen für die nächsten Wochen. Es kann sein, dass es auf dich zutrifft, muss es aber nicht. Kann auch sein, dass es total schwach ist, dass du es nicht mal mitbekommst, ja, dass du vielleicht hast du am Freitag so einen tollen Tag, dass alles an dir abprallt. Kann auch sein. Vielleicht bist du aber am Freitag auch sehr, sehr sensibel, dass du jedes Wort von außen direkt als einen Angriff wahrnimmst. Deswegen mach dir keine Sorgen, lass alles auf dich zukommen und dementsprechend handel dann danach. Weil wie gesagt, wenn du in deiner Mitte bist, kann dich von außen nicht so schnell irgendwas angreifen, sei es jetzt im privaten oder im beruflichen Umfeld. Am Samstag haben wir gewisse Erinnerungen vielleicht, die hochkommen. Mir wird es wieder ganz heiß. Vielleicht auch Personen aus der Vergangenheit, die auf dich zukommen. Wir haben das in letzter Zeit echt oft. Ist es jetzt wöchentlich drin oder was? Ja, aber es ist ja, die Nachricht ist hier und dementsprechend spreche ich das natürlich auch aus. Es kann hier eine Person, die du schon kennst, ja. Vielleicht ist es auch die Person, mit der du hier am Anfang der Woche in Konflikt geraten bist, ja, und ihr wollt hier wieder Frieden schaffen, ja, in die Vergebung gehen, euch wieder versöhnen zum Beispiel, okay, weil am Samstag hört hier definitiv dieser ganze Stress auf, weil am Sonntag sind wir in Feierstimmung. Am Sonntag geht's aufwärts, am Sonntag ist hier diese volle Energie, ja, mit dem Neumond erschafft man hier etwas Neues. Man geht neue Wege, man macht Pläne, man kreiert neue Dinge und am Sonntag wird gefeiert. Am Sonntag wird vielleicht innerlich gefeiert, vielleicht auch im Außen. Am Sonntag können wir Danke sagen für die Dinge, die wir erfahren, Dinge, Menschen, die uns begegnen, Situationen, die uns widerfahren. Ja? Hier kann man sich zurücklehnen und eventuell den Wert betrachten, den Wert dieser Situationen. Ja. Und hier wieder die Kraft rausschöpfen. Ja? Ich meine, das Leben ist eine Achterbahnfahrt, das Leben ist eine Berg- und Talfahrt, es geht immer hoch, es geht immer runter. Mal ist es leicht, mal ist es schwer und es kommt doch immer irgendwo auf die Betrachtungsweise der einzelnen Situationen an. Und natürlich die Betrachtung, deswegen auch öffne deinen Blickwinkel, die Betrachtung des gesamten Bildes. Und hier kannst du tatsächlich all deine Energie und deine Kraft rausziehen. Ja, okay, ihr Lieben. Ich danke wieder von Herzen fürs Zusehen und wünsche euch eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.